Guten Abend, Brothers. Hier ist der Wallin und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie mein Greenscreen funktioniert. Ich glaube, ich habe ihn ganz gut hingekriegt. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert. Ich habe hier so einen Laken für 10 Euro. Ich glaube, das ist 2x2 Meter oder so von Amazon. Kann man ganz günstig. Wenn ihr wollt, packe einfach den Link in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch das halt mal anschauen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie kann man diesen Mist montieren. Irgendwie, das ist halt möglichst gespannt über die ganze Fläche. Möglichst ohne Knicke. Einfach da hängt und einfach seinen Zweck erfüllt und ich habe jetzt, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Auch mit der Beleuchtung war es schwierig. Ich habe nämlich die Lampen so links und rechts vor mich gestellt und das hat mich so geblendet, dass ich kaum noch den Monitor gesehen habe und irgendwas zocken konnte. Und ihr seht, ich habe, glaube ich, das sehe ich jetzt erst, wenn ich den Magix gleich ein bisschen bearbeite und den Überschwellbereich und so weiter ein bisschen einstellen, dann sehe ich eigentlich, wie das Endergebnis geworden ist. Aber ich sehe hier schon dieses satte Grün und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass es gut funktioniert. Und ja, Beleuchtung. Schauen wir uns mal kurz an. Ich stelle mal kurz die Kamera. Also, wie ihr seht, hier ist meine Kaffeemaschine. Ich zoome mal ein bisschen zurück. Monitor, keine Beleuchtung. So, das ist mein Laken. Habe ich hier einfach an die Decke montiert. Ich habe leider so ein Schrägdach. Das ist ein bisschen schlecht. Hier unten haben wir ein bisschen Schatten, aber das sieht man ja nicht. Und die Beleuchtung, meine zwei LED-Strahler, beide für auch wenig Geld, auch bei Amazon ersteigert, habe ich einfach hinters Laken gemacht. So, dadurch hat man wirklich keinen Schattenwurf. Ich hatte vorher, als ich die Beleuchtung hier vorne hatte, hier links und rechts neben dem Monitor, hat es mich ja wie gesagt geblendet. Und zweitens hat hier das ganze Mikrofon einen Schatten auf mein Gesicht bzw. auf meinen Oberkörper geworfen. War sehr schlecht, aber das hier ist wirklich ideal. Man hat keinen Schattenwurf, wenn man die Scheiße einfach hinten dran macht. Also ihr seht, man hat wirklich ein astreines, sattes Grün. Das ist wirklich perfekt. Und ja, so muss das sein. Natürlich hat man vielleicht kleine Knicke oder sowas, aber ihr habt es ja vorhin in der Einstellung gesehen. Ich kann mich jetzt wieder so hinhocken. Es ist wirklich excellent. Man muss halt ein bisschen reinzoomen. So, aber das ist ja wirklich, das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis, muss ich sagen. Also wirklich, das Grün sieht wirklich sehr professionell aus. Hier haben wir so eine kleine Schattenzone, aber das ist der Stuhl, wo meine Freundin drauf sitzt. Den könnte man in Notfall wegschieben und dann wäre dieser Schatten hier nicht mehr vorhanden. So, jetzt kommt das Wetter für die nächsten zwei Wochen. Also hier sehen wir ein kleines Hochdruckgebiet über Pimmelhausen. Da vorne ist auch ein bisschen Gewitter und hier unten kommt noch ein bisschen Schnee und ein paar Tornados werden wahrscheinlich auch noch kommen. Und ja, selbst die Wettervorhersage würde auf so einem schönen Greenscreen wunderbar funktionieren. Das ist wirklich eine fette Sache. Schreibt doch mal eure Erfahrungen. Was habt ihr so gemacht? Wie habt ihr euren Greenscreen aufgehangen? Ich habe schon von Leuten gehört, die haben es auf so einem Dia-Projektor-Leinwand irgendwie, was man da so runterziehen kann und da irgendwie so drauf gemacht und so. Das kann man dann schön wieder hochklappen. Ich habe es halt so mit so kleinen Reißzwecknägeln an die Wand gehämmert. Das muss ich dann halt jedes Mal abmachen. Das ist halt ein bisschen störend. Und ja, aber ich muss sagen, also das ist wirklich geil. Vor allen Dingen mit der Beleuchtung hinter dem Laken. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Gut, ich will mich jetzt noch 10.000 Mal wiederholen. Das soll ja ein kurzes, informatives Video sein, wie man es machen kann mit sehr wenig Geld. Ich gebe euch mal alle Links. Die Reißzwecknägel gibt es für irgendwie 1 Euro bei Globus oder sonst irgendwelchen Läden. Da brauche ich euch wahrscheinlich keinen Link geben. Ja, und das Laken ist wirklich extrem günstig. Die LED-Strahler auch. Alle beide Stück in einem Bundle irgendwie für 12, 13 Euro, ist wirklich extrem günstig, kommt auch sehr schnell, wie man das halt so kennt bei Amazon. Und ja, mit wenig Geld einen perfekten Greenscreen hergestellt. Bitch! Okay, das war's. Haut rein. Ciao.